liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAO, ich grüße Sie ganz herzlich. Wieder ist ein Jahr voller Veränderungen und schmerzhafter Einschnitte durch die Corona-Krise vergangen. Die damit verbundenen Herausforderungen haben uns dazu gebracht, neue Konzepte zu entwickeln. Sie haben uns stärker und flexibler gemacht. Wir denken nun noch intensiver als Gesamtunternehmen. Unseren einzelnen Unternehmensgesellschaften rücken wir zusammen, um Kompetenzen zu bündeln und Synergien besser zu nutzen. Das spiegelt sich auch darin wider, dass wir unser Unternehmenslogo weiterentwickeln. Mit einem unternehmensübergreifenden gemeinschaftlichen Logo wollen wir unseren Wiedererkennungswert als starken Verbund steigern und das Verbundenheitsgefühl aller zum Ausdruck bringen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseren aufrichtigen Respekt und Dank entgegenbringen. Wir hoffen, dass auch die Öffentlichkeit wahrnehmen wird, wie wir uns sehen. Vielfältig, vielfarbig, personenzentriert, modern und optimistisch. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Sie haben trotz ungewohnter Veränderungen und Anforderungen Ihren Optimismus, Ihre Tatkraft und Ihr Engagement beibehalten. Dafür im Namen des Vorstands der Heilpädagogischen Hilfe herzlichen Dank. Wir in der HHO unterstützen zahlreiche Möglichkeiten der Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen, auch im eigenen Unternehmen. Deshalb freuen wir uns, dass in den nächsten Wochen eine Außenarbeitsgruppe in unserer Verwaltung tätig wird und Bürodienstleistungen anbietet. Besonders schön ist, dass unsere Kinder- und Jugendprojekte nach wie vor sehr gefragt sind. Seit dem Sommer 2021 betreibt die HHO einen weiteren Waldkindergarten in Bad Rodenfelde. Und noch voraussichtlich in diesem Jahr wird ein Naturkindergarten in Bad Iburg eröffnet. Außerdem wird perspektivisch der Kindergarten mittendrin in ein neues Gebäude in Belm einziehen, das die HHO in diesem Jahr errichten wird. Gleichzeitig wird dort auch ein Angebot für barrierefreien Wohnraum für unsere erwachsenen Kundinnen und Kunden eingerichtet. Für Menschen mit einem höheren Betreuungsbedarf planen wir ein weiteres Bauvorhaben an der Knollstraße. Im Bereich der ambulanten Assistenz haben wir schon viel geschafft. Bedauern allerdings, dass wir aufgrund von Personalmangel nicht so schnell neue Angebote am Markt platzieren können, wie von unseren Kundinnen und Kunden angefragt werden. Die Probleme einer ausreichenden Finanzierung, um unserer Arbeit und Herausforderungen gerecht zu werden, das bleibt. Wichtig für Sie als Mitarbeitende ist zu wissen, dass wir uns innerhalb der vorgegebenen Richtlinien des Landesrahmenvertrags bewegen müssen. Unsere Spitzenverbände setzen sich dafür ein, dem Gesetzgeber deutlich zu machen, welcher Handlungsbedarf in welchen Handlungsfeldern zukünftig besteht und hier besser ausgestattet werden müssen. Diese Anpassungen sind notwendig, damit Sie, liebe Mitarbeitende, weiterhin personenzentrierte Angebote umsetzen können. Die HAO wird schon jetzt als attraktiver Arbeitgeber in der Region wahrgenommen und freut sich über eine Vielzahl an aussagekräftigen Bewerbungen. Wir haben renommierte Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel den 3. Platz des Osnabrücker Wirtschaftspreises 2021 für unsere zukunftsweisende und moderne Arbeitsweise. Dennoch hat die HAO, wie alle sozialen Träger, sich den Herausforderungen des Fachkräftemangels zu stellen. Deshalb empfehlen Sie uns gerne als Arbeitgeber weiter. Vielleicht kennen Sie jemanden, der bei uns tätig werden möchte. Von einem Praktikum bis zur Festanstellung ist vieles möglich. Für so manchen Bewerber taten sich mit dem Arbeitsplatz in der HAO neue Horizonte auf.
Ab diesem Jahr wird übrigens ein neues Entgeltsystem für die beschäftigten Mitarbeitenden in den Osnabrücker Werkstätten in Kraft treten. Dieses neue System ist zusammen mit den Werkstatträten entwickelt worden und wird deutlich transparenter und gerechter sein. Wir wissen noch nicht, welche weiteren Veränderungen in diesem Jahr noch auf uns zukommen werden. Aber da bin ich mir sicher, wir werden, wie auch in den letzten Jahren, das Beste daraus machen. Und nun erfahren Sie, welche Erwartungen und Wünsche unterschiedliche Menschen an unser Haus haben. Mit Stimmen aus der Mitte der HHO. Ich bin dankbar dafür, dass die HHO mich als neuen FSJler sehr gut aufgenommen hat und dass ich bereits jetzt schon viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Dass wir trotz, wo dieser Corona-Lockdown war, dass wir trotz dann auch zwischendurch arbeiten gehen konnten. In diesem Jahr war ich halt dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, in dieser Zeit auch arbeiten zu können. Dass wir auch vieles durchgemacht haben und dass es uns halt auch gesundheitlich gut geht, sage ich mal so. Ich war dafür dankbar, dass wir trotz Lockdown arbeiten durften und dass ich gesund geblieben bin und dass meine Familie auch gesund geblieben sind. Ich bin froh, dass wir überhaupt in den Lockdown arbeiten dürfen. Dass ich so gut geschafft habe für Corona und dass ich so tapfer war und die dritte Impfung gemacht habe. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass die nächsten Monate in meinem FSJ genauso gut werden, dass ich wieder so viele nette Menschen kennenlernen werde und dass insgesamt mit der ganzen Corona-Pandemie mehr Normalität in den Alltag zurückkehrt. Dass es nicht nochmal zu so einem Lockdown kommt, dass hier alles dicht ist, aber man kann es ja nicht ändern. Dass wir uns so peu à peu wieder unser Alltag zurückbekommen können. Also für das nächste Jahr wünsche ich mir, dass wir auf jeden Fall weiter gesund bleiben und dass wir auch nicht mehr in den Lockdown gehen und dass wir auch wieder mal mehr Gäste bekommen. Dass es bald alles schnell vorbei ist. Mein Name ist Michael Niemann. Ein Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr zum Abhaken, weil es anstrengend und von Unsicherheit geprägt war. Ein Jahr, das es schwierig macht, die schönen Momente in den Vordergrund zu rücken. Auf jeden Fall war es ein lehrreiches Jahr, denn es hat uns durch die Auseinandersetzung mit gemeinsamen Krisen näher zusammengebracht. Auch 2022 freue ich mich auf gute Momente und viele schöne Begegnungen. Ob als Mitarbeitervertreter der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück oder als Ansprechpartner im Pixel-Labor am Domhof. Eine solidarische Herangehensweise wird uns auch 2022 helfen, mit der ein oder anderen Misere fertig zu werden. Ich starte voller Zuversicht. Lasst uns 2022 zu einem Jahr machen, an das man sich 2023 gerne erinnert.